Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Und den Zettel habe ich hier einfach schon mal liegen lassen. Es geht diesmal auch wieder um ELRS, also Express LRS, und nochmal um den Einbau eines, ja, Sendemoduls für ELRS in die FlySky FSI 6X. Wichtig ist das X. Denn nur auf dieser Variante läuft auch tatsächlich das modifizierte OpenTX. Entschuldigung. Ja, die Videos wie immer ungeschnitten, also auch diesmal mit dem Räusper. Okay, das Video von vor einigen Wochen, das hat das im Prinzip schon gezeigt, aber es war eine super schlechte Tonqualität und das möchte ich heute nachholen und auch ein bisschen ausführlicher zeigen, wie der Einbau dann geht, was ihr dort beachten müsst und natürlich auch, wie das dann zum Schluss funktioniert. Gut, also was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen, ja, einen ELRS-Empfänger. Ich habe hier jetzt mal einen rausgelegt. Das ist ein, was ist denn das überhaupt? Ja, genau, das ist ein Beta-FPV Super D. Das steht dort. Das ist so ein Diversity-Empfänger. Naja, der ist eigentlich fast ein bisschen gut, um ihn dafür einzubauen, aber egal. Wichtig ist, dass alle diese Empfänger zwei Eigenschaften haben, zwei gute Eigenschaften, und zwar, sie haben alle dieselbe Pin-Belegung. Das kann man jetzt hier sehr schlecht sehen. Vielleicht kann man es ahnen. Ich lese einfach mal vor. Von links nach rechts ist das der Empfängereingang, dann beschrieben mit RX, dann der Empfänger serieller Ausgang, beschrieben mit TX. Dann haben wir hier 5 Volt plus 5 Volt und dann haben wir hier Ground, also Masse. So sind eigentlich alle ELRS-Empfänger anzuschließen. Jetzt sage ich immer die ganze Zeit Empfänger. Ich hatte ja schon mal erläutert, dass der Unterschied zwischen Empfänger und Sendemodul eigentlich marginal ist. Insofern kann man also auch hier auf alle die Empfänger die entsprechende Software oder Firmware flashen, die aus dem Empfänger dann einen Sender macht. Der Unterschied ist marginal. Es geht eigentlich nur darum, was versteht der Empfänger oder das Sendemodul an den beiden Ein- bzw. Ausgängen RX und TX. Okay, so ein Ding brauchen wir, und dann brauchen wir natürlich einen tatsächlichen Empfänger. Der ist jetzt bei mir hier mal auf meinem, ja, ich nenne den immer Cruise Controller, das ist ähnlich wie ein Flight Controller, aufgesetzt. Das ist nicht besonders schön gemacht, aber immerhin, es funktioniert. Es ist hier so ein ganz kleiner ELRS-Empfänger drin oder drauf. Ja, das genügt, und der hat auch dieselbe Pin-Belegung mit diesen 4 Pins. So einen tatsächlich mit einer noch kleineren Antenne, mit einer Keramikantenne, das ist ein Happy Model EP1. Den habe ich auch dann in der FlySky verbaut. Seht ihr aber gleich noch. Also wie gesagt, ja, quasi Sendemodul, ein Empfänger. Das brauchen wir, um das dann später auch zu testen. Natürlich müssen wir auch die passende Firmware flashen. Dazu gab es aber auch schon eine Folge. Und dann wollen wir das Ganze in Betrieb nehmen. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, dass hier mein Steller ist, also mein Brushless-Steller, der hat ein BEC drauf und das versorgt diesen Cruise-Controller nicht an den schwarzen Kabeln hier stören. Das ist noch die SVD-Schnittstelle für den Microcontroller, weil ich da immer noch dran am Programmieren bin. Gut, aber das ist wichtig, damit das dann nachher funktioniert, und natürlich ein Motor, damit wir sehen können, ob irgendwas passiert. Gut, dann nehmen wir uns nochmal den Sender vor. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, indem ich die Schrauben rausgedreht habe zum Öffnen des Sendergehäuses. Also hier, hier, hier und hier die Schrauben rausgedreht, und dann kann man ein bisschen vorsichtig mit sanfter Gewalt den Deckel abnehmen, und das kann man dann so schön übereinander legen. Genau, das ist das Innenleben, und wer
da schon mal reingeguckt hat, der erkennt sicherlich eine Veränderung. Es sitzt hier oben irgendetwas Neues und es sind hier irgendwelche neuen Kabel gezogen. Genau das ist die Modifikation für ELRS. Hier oben ist tatsächlich der ELRS-Empfänger, der kleine. Ich gebe das mal so ein bisschen. Ja, das kann man so ein bisschen erahnen. Hier sieht man so einen grauen Quader. Das ist die Antenne und das ist der Empfänger. Der hat also auch hier diese Pinheader mit den vier Kontakten. Und dann habe ich das in so eine Buchse gelötet. Und hier ist noch eine Diode. Das erkläre ich euch gleich am Stück Papier, wie man das zu verdrahten hat und welche Pins hier zu benutzen sind. Vielleicht ganz kurz mal ein Schwenk rüber auf die Webseite von diesem Projekt, von dem OpenI6X Projekt. Das ist jetzt nicht wirklich ein EdgeTX, das ist aber auch nicht mehr ein OpenTX, das ist eigentlich ein Mischmasch von allem, aber das macht nichts. Es muss jedenfalls so modifiziert werden, dass es auf dieser kleinen Anlage dann auch richtig läuft. Die Webseite ist sehr gut strukturiert. Es gibt hier ein Wiki. Da gehen wir mal kurz hin. Und da haben wir hier die Webpage mit den Modifications. Und da ist ein schönes Bild drauf. Dieses hier, wo das genau markiert ist, welchen Pin man benutzen muss, um ihn mit dem ELRS-Sendemodul zu verbinden. Und es geht hier tatsächlich, jetzt muss ich mal sehen, ob das klappt, es geht hier tatsächlich um, man sieht die Zeichnung nicht, das ist jetzt blöd. Also ich fummel jetzt hier mal ein bisschen mit der Maus drauf rum, dann seht ihr das. Dieses orangene TX2S-Port für CSF und Express-LRS-Moduls. Diesen Pad auf der Platine müsst ihr suchen. Das ist eigentlich nicht besonders schwer, weil das hier so schön aufgemalt ist. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in die tatsächliche Aufnahme von mir. Genau. Da haben wir das und da seht ihr dieses gelbe Kabel hier, dort, an den Pad, der auch tatsächlich mit TX2 beschrieben ist. Bisschen schwer jetzt hier auf der Aufnahme zu sehen, aber wenn ihr die Anlage aufhabt, seht ihr das sofort. Gut, und dann braucht das ELRS-Modul natürlich auch noch eine Stromversorgung. Hier finden wir Ground, da können wir also Masse hernehmen, GND1 beschriftet. Und hier finden wir VCC3-3 mit dem roten Kabel. Das soll so viel heißen wie Spannungsversorgung mit 3,3 Volt. Eben habe ich gesagt, der eine Pin von dem ELRS-Modul ist beschriftet mit 5 Volt. 5 Volt als direkten Zugang finden wir hier nicht auf der Platine, wird nämlich gar nicht gebraucht. Wir haben hier von den vom Batteriefach haben wir die Zuleitung, die geht hier hin. Ja, das ist natürlich jetzt hier 6 Volt. Könnte man 5 Volt draus machen, wenn man einen eigenen Spannungsregler noch spendiert. Ist aber jetzt hier auf der Platine nicht gemacht und nicht verfügbar. Zudem ist das natürlich hier schwankend. Also man braucht unbedingt einen Spannungsregler. Ich habe es aber dann mit den 3,3 Volt gelöst, weil intern verwendet der Chip oder die Chips auf dem ELRS-Modul tatsächlich auch nur 3,3 Volt. Da ist zwar ein Spannungsregler davor, der aus 5 Volt 3,3 Volt macht, aber wenn man den mit 3,3 Volt betreibt, dann produziert er einen vernachlässigbar großen Spannungsabfall. Also da werden vielleicht 3,2 Volt dann in dem Fall draus. Und damit funktioniert natürlich alles noch einwandfrei. Also haben wir die Position, die Position, die Position, also schwarz für Masse, rot für 3,3 Volt und gelb dann für den Anschluss eines externen Moduls. Okay, jetzt haben wir hier nur eine Leitung, wir haben aber an dem
kleinen Empfänger haben wir natürlich zwei Signaleingänge. Der eine war beschriftet mit RX und der andere war beschriftet mit TX. Ich nehme jetzt gerade noch mal hier die Vorlage her und mal das ein bisschen größer. 1, 2, 3, 4 Pins, also so in dieser Position. Ich stelle gerade fest, das ist auch schlecht zu lesen. Mal, ob es hiermit besser geht. So, das ist ein bisschen besser. Also von oben nach unten haben wir hier Ground. Dann haben wir hier 5 Volt. Oder ich schreibe mal davor VCC. Und dann haben wir hier TX. Und dann haben wir RX. Das sind die 4 Pins an dem Modul. Da das ja so schön beschriftet ist, könnt ihr euch da eigentlich gar nicht vertun. Ist klar. Also Ground geht natürlich hier I6X heißt die und das ist hier ein ELRS-Empfänger. Ground geht natürlich an den Ground und das Ground-Pad, was wir eben identifiziert haben, das war schwarz. Dann haben wir die Versorgungsspannung und das geht an VCC 3-3 Volt. Das war also rot. Und dann haben wir TX und RX und da hatten wir hier noch das Pad TX2. Da habe ich ein gelbes Kabel dafür genommen. Und das dürft ihr praktisch verbinden mit dem RX. Allerdings muss hier jetzt noch eine Diode rein. Die müsst ihr so verdrahten. Da geht jede Diode, also vielleicht eine 1N4148 oder eine BAT54. Das wäre die bessere Wahl, weil das eine Schottky-Diode ist mit relativ geringem Durchlassspannungsabfall. Ja, so müsst ihr das verdrahten und ich habe das so fliegend gemacht an den Pins. Man sieht also hier das gelbe Kabel, das geht also hier an den oberen Pin. Wenn man das jetzt so rüberkippt, wird das also der untere Pin, so wie hier in der Skizze. Und dann haben wir die Diode und die Diode hat auf der einen Seite eine schwarze Markierung und das ist dann die Kathode der Diode und die zeigt zu dem ansonsten freien TX-Pin von dem ELRS-Empfängerchen. Genau, so ist das. Da haben wir diese kleine Antenne hier. Ihr dürft jetzt keine Reichweitenwunder erwarten von diesem kleinen Modul, was nur mit 10 mW sendet und dann auch diese nicht besonders optimale Antenne dort hat. Aber für ein paar hundert Meter reicht das unter ja, Bedingungen, wo jetzt nicht unbedingt eine Betonmauer dazwischen steht. Okay, perfekt. Im Grunde genommen können wir dann den Sender schon wieder zumachen oder zumindest ihn so zusammensetzen, dass er ohne Kurzschluss dann auch einzuschalten ist. Gut, das Problem ist jetzt, dass das noch nicht out of the box funktioniert. Denn diese kleinen Sendemodule oder Empfänger, die mit dem, was war es jetzt? Ich glaube, es war ein ESP8285 sitzt da drauf. Die haben nämlich eine Besonderheit, dass die Polarität auf diesen Leitungen hier nicht negieren können. Jetzt habe ich das wieder mit dem falschen Stift gemalt. Aber das, ich glaube, ich habe es ja auch gesagt, jetzt kann man es lesen. Hier ist nämlich ein serielles Signal drauf. Und normalerweise ist dieses serielle Signal für externe Module bei unseren typischen Sendeanlagen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal die RadioMaster TX16S oder eine FreeSky X12S. Was haben wir noch? Alle die, jedenfalls, wo man externe Sendemodule
reinstecken kann. Die haben die besondere Eigenart, dass sie ein invertiertes serielles Signal auf der Verbindungsleitung zum externen Modul akzeptieren bzw. produzieren. Invertiert heißt, dass der Ruhepegel, also invertiertes serielles Signal, invertiert heißt, dass der Ruhepegel bei 0 Volt ist und die Impulse für die serielle Schnittstelle sind dann bei 3,3 Volt. So funktioniert das. Bei einer normalen seriellen Schnittstelle ist das genau andersrum. Ja, das ist also die normale Variante. Gut, und jetzt können diese ganz kleinen Empfänger, wie zum Beispiel der, der hier drauf ist, der, was habe ich gesagt, Happy Model EP1 oder auch der Happy Model EP2 mit dieser kleinen keramischen Antenne, den ich jetzt hier drin habe, mit diesem Prozessor, die können nur praktisch den Normalpegel verwenden. Und so ist auch das OpenTX in der oder für die FSI6X gestrickt, dass hier also ein invertierter Pegel herauskommt bzw. erwartet wird. Das passt nicht zusammen. Also wenn unser kleiner Empfänger diesen Normalpegel produziert und der erwartet das Invertierte, dann kann das nicht funktionieren. Glücklicherweise ist der Prozessor, der hier drin ist in der FSI6X, in der Lage ist, aber auch so einen Normalpegel zu produzieren. Das habe ich mit dem Janek von dem OpenI6X-Projekt jetzt mal so gelöst, dass wir das zwar nicht zur Laufzeit konfigurieren können, aber zur Compile-Zeit. Und das bedeutet, dass derjenige, der das jetzt so nutzen will, eine besondere Variante, also ein besonderes Kompilat für die Firmware benutzen muss. Wir gehen noch mal kurz auf die Webseite zurück, wenn mir das hier gelingt mit dem Umschalten. Genau, und da blätter ich noch mal kurz nach oben. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Da hatten wir hier ganz oben den Punkt Development Guide. Und da schauen wir mal rein. Dort sind nämlich die Optionen für das Bauen der Firmware genannt, die möglich sind. Und hier gibt es diese Option, da steht CRSF, das ist ja immer die Abkürzung für Crossfire, das ist das Protokoll. Das sieht man jetzt ja nicht. Ich zeige hier wild auf dem Papier rum, sieht es aber nicht. Also CRSF ist das Protokoll, was zwischen Empfänger oder Sendemodul und dem eigentlichen Sender oder dem Handsteuergerät benutzt. Genau, und da steht jetzt CRSF uninverted, also uninvertiert, das soll so viel heißen wie normale Polarität. Diese Option müsste man also beim Bauen der Firmware setzen. Ich werde jetzt wieder mit dieser Option eine Variante auf mein GitHub-Repository legen. Hier steht, dass es also ab der Version 11 und weiter verfügbar. Momentan sind wir noch bei 1.10. Ich schiebe es aber trotzdem schon mal auf mein GitHub-Repository. Da könnt ihr euch das dann als deutsche Variante der Firmware mit dieser Modifikation auch dann herunterladen. Und diese Variante müsst ihr dann in gewohnter Art und Weise auf die Fernsteuerung drauf flashen. Dazu gab es ja auch schon Videos von mir, müsst ihr nochmal nachgucken. Geht ganz normal über den Affengriff, also die Trims nach innen schieben und dann einschalten, und dann könnt ihr über dieses besondere USB-Kabel mit dem DFU-Utility das ganz einfach flashen. Wer jetzt kein Programmiergerät hat, was die SWD oder so benutzt. Ja, das ist also wichtig. Das Bild ist auch wichtig. Die Diode dann dort einbauen, und dann funktioniert das auch mit diesen einfachen auf dem ESP8266
sage ich jetzt mal, weil ich nicht genau weiß wirklich, welcher das jetzt ist. Also es ist kein ESP32, sondern da sind die einfachen verbaut, die ESP82, 86 oder 82, 85. Die können das halt nicht und deswegen müssen wir das hier in der Software machen, die Invertierung zurücknehmen und wir brauchen halt diese Diode dann für den Half-Duplex-Betrieb. Okay, ach so, jetzt wollten wir uns natürlich auch überzeugen, dass das funktioniert. Ich schalte den mal an. Jawohl, beschwert sich hier. Und genau. Ja, jetzt stecke ich die Stromversorgung ein. Schauen wir mal, dass hier nichts in Rauch aufgeht. Mal gucken, ob wir keinen Kurzschluss unterwegs produziert haben. Nee, scheinen wir nicht zu haben. Okay, der Motor hat schon mal gepiepst. Der Empfänger blinkt hier noch. Jetzt können wir das Blinken da drin natürlich nicht sehen. Also der sucht jetzt noch seinen Partner. Das kann aber eigentlich nicht allzu lange dauern. So, jetzt leuchtet er. Und ja, jetzt geht das also hier wunderbar, wie wir das gewohnt sind. Ja, also es wird auch Telemetrie angezeigt hier. Man sieht, dass hier der Strom ansteigt, wenn man das denn sehen könnte. Es blendet wieder. Ich tue nochmal das Lötzinnpäckchen da drunter, dann kann man das vielleicht besser sehen. Genau. Ja, also Funktionstest auch okay. Ich würde sagen, das ist ein relativ einfacher Umbau. Das sollte euch gelingen. Und wer die Software nicht selber bauen kann, der kann sie dann auch von meiner GitHub-Seite herunterladen. Wobei ich da immer nur die deutsche Version natürlich zur Verfügung stelle. Nicht wie der Yannick auf der offiziellen Homepage von OpenI6X für alle Sprachen. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Erfolg beim Modifizieren dieser hübschen kleinen Sendeanlage.